Hallöchen, liebe Freunde des Abenteuers, des Feuers, der Hitze und was auch immer. Es geht mir wieder weiter mit Rescue 2013 Helden des Alltags. Yay! Ja. Ihr könnt es ja denken, warum keine Folge rausgekommen ist. Wie gesagt, ich hatte keine Zeit. Ich nehme jetzt halt so auf, wie ich, ja, Zeit habe. Und ja. Ich würde sagen, ich nehme als erstes einen großen Schluck Energy. Ah, viel besser. Und dann können wir gleich mal starten, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Aber bevor ich es vergesse, ich wollte jemanden grüßen. Und zwar den Jonas Nollen. Weil er immer so schön meine Videos guckt und immer liked. Was solltet ihr auch tun? Dann kann ich auch mal grüßen, wenn ihr das möchtet. Ja. Also, hallo Jonas, danke fürs Zugucken. Hoffe, du guckst dir das auch weiter an, das gefällt dir. Wenn das hörst, kannst du gerne einen Kommentar runterschreiben. Würde mich freuen. Ja. Ich würde sagen, sollen wir starten? 6 von 10. Bla bla bla. Wir starten einfach mal in den Alarmbereitschaftsmodus. Aha, Bericht, bla bla bla. Immerhin sind wir noch im Plus. Das ist schon mal schön. Also, weg da. So, dann warten wir mal auf den Einsatz. Und werden danach etwas quatschen. Attila Jakab. Ich habe gerade die Sauerstoffflaschen gereinigt und mir ist aufgefallen, dass einige Flaschen kaputte Auslassventile haben. Jemand sollte sich besser um die Wartung kümmern. Das ist wirklich gefährlich. Attila fehlt einmal. Was? Ja, passt schon. Dum, bim, dum, dum, dum. Wir müssen noch mal gucken, was das hier in der Wartungshalle für eine Kacke ist. Aber okay. Auf der Autobahn hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein vollbesetzter Bus ist frontal mit einem LKW zusammengestoßen. Am Unfallort ist Feuer ausgebrochen. Aufgrund der hohen Anzahl an Verletzten ist es ratsam, mehr Rettungswagen an den Unfallsort zu schicken. Wenn wir die natürlich hätten, ja. Ja, wir brauchen Lösch. Das haben wir schon mal. Dann brauchen wir einen Rettungswagen. Wir nehmen den noch mit, oder? Ja. Wir holen auch direkt gleich mal noch einen Ersatz. Und zwar hier. Dass der auch noch kommt, weil wir hier mehrere brauchen. Hier hin. Oder hier hin, oder wie immer. Wo ist der? Hat hier schon alles abgestellt. Dafür haben wir 8 Minuten und 40 Sekunden Zeit. Fast so lang wie das Let's Play hier dauert. Du bleib mal da hinten. Du holst immer das und das, du fährst hier hin. Halt, ich hasse das. Wieso kann er nicht außen rumfahren? Oh Mann, das regt mich so auf. Fahr da weg. So, steigt aus. Also hier ist eh ein Hydrant. Verteilerschlauch. Du holst einen normalen Schlauch. Du holst auch einen normalen Schlauch. Du Kumpel, wo ist das hier? Hier. Hallo? Ja.
So, jetzt geht's aber. Dich nehmen wir. Wenn das alles nicht so buggy wäre. Du gehst hier hin. Oh Mann. Langsam nervt's. Einmal. Zweimal. Du bist ein Feuerlöscher. Wir brauchen hier bald gar nicht mehr löschen, wenn es weitergeht. Hol dir mal den raus. Danke. Und der fährt mal. Okay. Müssen wir der erste untersuchen? Genau. Du? Hallo? Schön, dass sich in dem Objekt Personen befinden. So. Ich drehe durch. Ich drehe durch. So, du weg damit. Okay, dann kannst du mal weg. Dann schneidet ihr mal die raus. Du holst den aus dem Fahrzeug. Setz dich da rein. Und wir hier gleich voll das K.O.O.O.s. So, du einmal hier hin. Du einmal hier hin. Du gehst hier weg. So, du holst hier eine Trage. Du untersuchst den. Damit wir hier heute noch fertig werden. Hallo? Alter Schwede. Ah, das ist so buggy. Es ist so buggy. Rein mit euch. Wird sich das ausgehen? Hm, das dürfte sich ja vielleicht gerade noch so ausgehen. Ja.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und der andere kommt schon wieder. Das wird sich hier wohl ausgehen. Ich hoffe es sehr. So, du Junge, gehst da rein. Ich steig gleich mal wieder da, bitte. Oh Mann. Rein. Schneller. Ja, der braucht nicht nochmal kommen. Wir haben das alles in den Griff hier. Scheiße, hier ist noch einer. Hallo? Du holst eine Trage. Du guckst sie den ganz schnell an. Oh, pack nicht rum! Du gehst auch schon hier hin? Du gehst auch schon hier hin. Okay, egal, rauf. Dahin. Hallo. Darauf. Oh nein. Es wird knapp. Es wird knapp. Ich hab den gar nicht gesehen. Oh, ich hab den nicht gesehen. Mann. Und fahr. Bitte fahr. Ganz schnell. Oh je, das wird knapp. Geht sich das aus? Ja, bitte, bitte, bitte lass ich das ausgehen. 14, 13, 13, 12, 11, 10, 8, 7. Yay! Einsatzeinkauf. Achso, ja, Belohnung passt schon. Wir haben ja hier unseren zweiten Wagen geholt, sonst hätten wir das ja eh nicht geschafft. So, da sind sie alle wieder. Mal wir hier echt gucken, was hier los ist. Müsst du die hier nichts gebacken kriegen? Mal gucken. Vielleicht erhöht das die Moral. Die Moral ist auf 3 unten. Ich verstehe das nicht. So kriegen die hier nichts gebacken. Ich freue mich das echt. Vielleicht zu wenig Leute? Gucken wir mal. Nö. Ja, der? Der auch? Der Erwin Heifer oder der Thomas Hildebrand. Oh Mann. Sind beide beschissen aus. Fleißig. Wichtig, du egal. Vielleicht brauchen wir hier mehr Leute, damit das wieder hochgeht. Das kann ja nicht sein. Ja, das sieht ein bisschen kriminell aus.
Haben wir den auch noch nehmen? Haben wir genug Geld? So ist ja nicht. Vielleicht geht's jetzt wieder höher. Mal schauen. Falls ihr so ein Glöckchen im Hintergrund hört, das ist von Osterhasen. Ja, wir haben den Einsatz. Zeit ist auch schon um. Was eigentlich schon mit der Folge? Ist nichts großartig Tolles. Naja, wir haben Leute gerettet. Das ist doch was. Ja, ich habe eigentlich mit euch gar nicht drüber geredet. Ich wollte. Ja, ich weiß nicht. Es kommt ja auch so ein neues Spiel raus. Heißt das nicht Fallout 2014 oder irgendwie so? Keine Ahnung. Könnt mir da mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch ein gutes Feuerwehrspiel wisst, ob ihr andere Spieler wisst. Ob ihr gerne mal Lust hättet, wieder was anderes zu sehen oder vielleicht mal Minecraft irgendwie wieder was in der Art. Da hätte ich gerade im Moment irgendwie Lust zu. Ja. Schreibt es mir in die Kommentare. Vergesst nicht zu liken, kommentieren, abonnieren und was auch sonst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.